Hey ho und herzlich willkommen in Bad Schönfels zu einer neuen Folge von Wir spielen Minecraft. Von Minenarbeit.de, ja, vorbotlos am Werk und ist es absolut leid. Ja, ich bin es wirklich leid, dass ich in meiner eigenen Wohnhütte, ja, nicht sicher schlafen kann. Jede Nacht werde ich überfallen von irgendwelchen Herrscharen, von Skeletten, natürlich. Kann man das als geniale Monsterfalle ausnutzen, was ich diverse Nächte lang getan habe. Aber nun ist es gut. Nun ist es ein für alle Mann gut und ich habe jetzt mich entschlossen, hier mal eben eine kleine Kammer zu graben. Das muss ja jetzt erstmal nichts Dolles sein, das kann man später noch ausbauen. Aber ich werde dann jetzt erstmal mit dem Bett umziehen und die Nacht hier verbringen. Und ich hoffe mal, dann bin ich auch wirklich sicher. Denn ich möchte mich in dieser Folge nun wirklich hauptsächlich um das Obergeschoss kümmern. Was ich bisher immer nur mal kurz, wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Also, wo ich halt immer nur kurz mal mich um gekümmert habe und dann schon wieder von der Nacht überrascht wurde oder sonst was. Jei. Tür ist drin, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wo bin ich eigentlich in der ersten Etage? Hier sollten wir vielleicht auch mal so Schilder hinhängen, ja, für die etwas senilen Leute unter uns. So. Das Bett mal eingesackt, jetzt sollte hier nichts mehr passieren. Nein, ich habe jetzt schon riesige Visionen und ich muss jetzt hier echt mal reinhauen. Das nervt dann völlig, wenn man nachts nicht pennen kann und vor allem auch draußen nicht arbeiten kann. So. Das hat wunderschön geklappt. Ja, ich habe mir ein neues Werkzeug hergestellt. Nein. Ich werde kein gutes Silber verwenden, um irgendwelche blöden Spitzhacken zu bauen. Nur weil das dann eine Millisekunde schneller geht. Ja, vergesst das. Vergesst das. Das gute Silber. Ja. Ihr wisst doch, dass ich echt ein Silberfetischist bin. Und das, das würde mir wehtun, mit jedem Schlag so eine Silberhacke in so einen normalen Stein. Ah! Hilfe! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Also der war wohl jetzt irgendwie auch der Meinung, ich sollte lieber mal Silberhacken verwenden. Ja. Meine Güte nochmal. Dem passte das wohl gar nicht, dass ich hier noch mit Steinhacken rum... Ah ja. Habe ich denn wenigstens auch? Ich bin jetzt wieder total verwirrt. Meine Güte nochmal. Das war gemein. Ja, das war unheimlich gemein. Ja, nun cool. Ich bin ja auch hier lang und habe überhaupt nicht die Lage gecheckt. Und vor allem, hier sind ja noch überall so dunkle Schattenbäume. Ja, wie jeder weiß, sind Schattenbäume hier ganz besonders gefährlich. So, hier habe ich ein bisschen ausgemessen. Das habe ich gestern Abend schon gemacht. Also ich rede jetzt mal immer in der Spielzeit, ne? Also gestern Abend hier im Spiel. So. Ich weiß jetzt ungefähr, das möchte ich jetzt hier und zwar im Umkreis von auch von so zwei Feldern werde ich hier erstmal alles wegmachen. Ich bin ein wenig ja, unangenehm überrascht, dass das hier wirklich relativ viel Erde noch rumliegt, ne? Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Plan gehabt. Ich dachte, ich wäre schon oben, frische Luft, alles klar, wunderbar, zacki, zacki. Ne? Aber nee. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr Eifer an die Schippe legen. Vor allem müssen wir auch immer die komischen Bäume hier fällen, die da völlig im Weg sind. So, das war's wieder. Ach, ich mache das jetzt einfach mal so ganz hier so, ne? Höppeli-pöppel. So, höppeldi-pöppel mit dem Klöppel, dann wieder runter. Was haben wir denn hier? Der Baum muss noch weg. So, ihr könnt jetzt dahin schmelzen, ihr Blätter. Ihr habt keinen Stamm mehr, ihr könnt verschwinden, ihr werdet nicht mehr benötigt. Ja. Aus die Maus, sozusagen. So. Ah, das kann hier alles weg. Ich glaube, ich muss das lieber von oben. Wo ist denn hier die Kante unten? Da muss ich jetzt natürlich jetzt... Ach nee, das ist noch ein Stück. Ich will hier mal durch, damit ich das ein bisschen sehe. Da muss doch irgendwo Raum sein. Da ist Raum. Und wo ist Zeit?
Ja, uns fehlt hier Zeit und Raum. Ah, ah, das hat wehgetan. So, hier, das soll doch weg. Ach, guck hier, der muss ja auch noch weg, da, der Sums. Deswegen habe ich jetzt da oben nicht begriffen, wo ich war. Weil ich das hier noch nicht weggehackt hatte. So, wenn das weg ist, müsste ich doch oben auch erkennen können, was geht und was nicht. So, Rest mache ich von oben hier wieder mal rauf. Das klappt auch so gerade eben. Keine Monster mehr in Sicht, das ist gut. Jups. Hier noch ein in Zweiertakt rum. Also das auch noch. Noch eine. So. Da habe ich vor, das oben auch noch schöner anzugleichen. Das Gelände. Ja, das muss einfach sein. Hier muss alles weg. Da soll eine Glaskuppel drüber. Also für Leute, die jetzt nicht die bisherigen Folgen verfolgt haben, ja, den möchte ich erklären, dass ich hier eine Glaspyramide über meine obere Etage bauen möchte. Ich habe dann noch eine Idee, dass hier oben sollte auch ein Eingang zu der Höhle sein. Da, wo die Kuh jetzt ist, ungefähr. Ne? Danke, Kuh. Sehr hilfreich. Aber ich weiß es noch nicht. Die wird dann, ja, schon eine Idee, wie man das so macht. Das ist ein bisschen. Ah, guck mal, ich schippe hier. Nein, ich werde auch kein Silber für irgendwelche dämlichen Erdschaufeln verschwenden. Das schmerzt mich schon beim bloßen Gedanken daran. So. Ja, ein schwarzes Schaf. Das ist auch sehr schön. Das nehmen wir direkt mit. So, ja. Prima. Jetzt haben wir hier die erste Seite schon mal fast weg. Ich denke mal, auf der anderen Seite arbeite ich mich genauso durch. Und dann habe ich nämlich auch gleich einen coolen Ansatzpunkt und sehe genau, wo ich buddeln muss und nicht. Ich gebe es zu, es geht nicht sehr schnell. Aber, ne? So ist das halt. Was soll's? Das noch weg hier alles. Hier ist so langsam dauert es auch wieder nicht. So lange. Jetzt müssen wir eben eine Axt rausholen. Eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Ne? Ja. Oh, wer hat denn da in meinem Zimmer so rumgekraust, ey? Das sieht ja aus. Mann. Keiner da, der mal das Zimmer aufräumt. So. Ja, jetzt einfach hier nochmal den Gang. Wo sind wir denn ungefähr? Da müssen wir doch schon langsam bald mal. Das sind ja 10 mal 10 ist so der Umkreis. Ne? Da. Ja, hier. Okay, das muss auch noch weg. Hacke, ja, hör mal, was willst du denn? Du kriegst deine schwarze Wolle nicht zurück. Und wenn du nicht aus dem Weg gehst, ja, dann hast du bald keine Probleme mehr. Ne? Na, das hat gesessen. So. Boah, seht ihr mal, wie viel da noch da oben ist. Das, ne? Ist ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Und die Schaufel ist nämlich auch wieder kaputt. Genau das habe ich befürchtet. Ich habe jetzt auch keine Ersatzschaufel mehr bei. Ach, was soll's, ja. Es ist immer schön, finde ich, erst mal wieder runterzurennen. Erstmal kann man dann immer die Ressourcen noch aufsammeln. Ich habe auch neuerdings, habe ich festgestellt, wenn ich meine Videos so angucke, dass ich oft so nochmal schnell hinter einzelnen Klötzen herlaufe, um die bloß schnell einzusammeln. Ich bin inzwischen total panisch, dass die so, weil die so schnell weg sind, ja. Die lösen sich ja so schnell in Wohlgefallen auf. Und da habe ich inzwischen total Angst, dass ich da Ressourcen verliere, nur weil ich nicht schnell genug bin. So, und es ist auch mal schön, wieder an der Kuschelecke vorbeizukommen. Na, die baue ich bald um. Ja, die soll da nicht bleiben. Sondern, was wollte ich überhaupt? Ach ja. Sondern. Ja, die soll in die oberste Etage, unter die Glaskuppel. Da möchte ich eine Kuschelecke haben. Also ein richtiges Kuschelzimmer, mehr oder weniger. Ein Kuschelreich. Ja. Das ist, ach komm, machen wir einfach Schaufeln. Das ist doch völlig egal. Wir haben doch Material ohne Ende und
Sinn und Verstand. Also geht's jetzt hier mit frischer Schaufel wieder zurück. Nein, das stelle ich mir schön vor, wenn das ganze Zimmer oben ist, dann macht man da noch irgendwie, ne? Und ja, Herzchen. So, und vor allem frische Luft nach draußen. Das sieht hier aus. Das muss aber jetzt kommen. Das schaffen wir doch noch, oder? Hoffentlich ist nicht schon wieder der Tag um. Irgendwie möchte ich da gerne eigentlich rauf und das von oben. Vielleicht kann ich hier so. Komme ich denn hier jetzt so rauf? Na sicher komme ich statt. Ja, wie ist denn das jetzt so? Da noch. Da noch weg. So, da ist die Steilwand. Das ist ideal. Kohle entdeckt. Ja, hier, das soll auch alles dann auch so stufenweise abgetragen werden, dass man da nicht so eine Steilwand hat, ja. Obwohl, das müsste man ja mal urteilen, wenn man die Glaskuppel stehen hat und ja, und dann von unten rausguckt. Da müssen wir einfach mal gucken, erkennen, ob das schön ist. Oh, jetzt falle ich gleich runter. Macht euch was Schlimmste gefasst. Oh, ja. Ah. Der hat auch immer so wehtun muss. Jetzt muss ich aber ein bisschen mehr aufpassen hier. Aber auch jetzt keine Müdigkeit hier vortäuschen. Ach, das hau ich alles weg hier. Das ist mir doch jetzt egal. Das steht mir im Weg. So. Guck mal hier, wie schön das geht. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ich habe gedacht, ich schaff's. Ich schaff's. Vielleicht schaff ich's noch. Es kommt wieder der Killerinstinkt in mir hoch, ne? Merkt ihr das? Boah, ich erkenne es schon langsam jetzt, wie das hier so Form annimmt, ne? Auf diesen äußersten Rand, soll, dachte ich jetzt, die erste Schicht Glas. Ja, und bei der, bei dem Gedanken an das Glas fällt mir natürlich ein, dass wir wahrscheinlich überhaupt nicht genügend. Ich glaube, ich muss mich wieder langsam verkrümeln, das wird gefährlich. Ja, vor allem, wie komme ich denn hier runter? So, da habe ich noch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht genug Sand für so viel Glas. Das heißt, in der nächsten Folge, hops, würde ich dann doch erstmal gucken, dass ich Glas besorgen gehe. Ach, das sieht ja schön aus hier. Wie die Nacht da so über den See rein rauscht. Ne? Wirklich sehr schön. Oh. Wieder alles einsammeln. Ist das immer noch das schwarze Schaf? Aber du bist aber anhänglich. Fehlt nur noch, dass wir die Schafe auch mal dressieren können, wie die Wölfe, ne? Dass wir die irgendwie, was weiß ich, mit so einem Grasbüschel oder hier so Saatgut oder so könnte man sich da vorstellen, ne? Also in meinem Texture-Pack habe ich ja Heu. Ne? So Strohballen. Da ist auch noch eine Ecke da oben. Ja gut, ich schlaf mal. Wo war das nochmal? Erste Etage, muss ich. So. Die Nacht, die hält mich auf. Vor allem, wenn alles noch ungesichert ist. Wer weiß, wer jetzt hier schon noch alles so in meinem Haus rumkreucht und fleucht. Die Treppe, die Leiter, die mich immer gestört hat, ne, die habe ich immer noch da. Na? Hab ich hier etwa was gehört? Nein. Also ich gucke mir das eben nochmal oben an. Die Zeit fürs Video ist leider abgelaufen. Schade, ich bin gerade so schön warm gebuddelt. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Da oben das schwarze Schaf. Ach, da muss ich direkt hin. Also gehabt euch wohl, meine lieben Mitbuddler und Innen.